geil. Seid ihr denn genauso geblieben wie vorher, vor ihr? Ja, also ja, ich denke, privat eigentlich genauso. Privat, das ist gut. Ja, aber geschäftlich seid ihr anders. Aber erzähl mal zu Ende, also die kann man schon... Wegen mein YouTube-Channel! Ja, sind schon einige, aber für mich, Leute, erzähl mal, was machst du auf YouTube? Auf YouTube? Ich weiß es nicht. Also das ist eigentlich wie mein Tagebuch. Ich nehme überall meine Kamera mit und möchte jedem Zuschauer zeigen, dass man wirklich alles im Leben erreichen kann. Wenn ich Werbespots sehe... Ja, ein bisschen Gamescom vielleicht noch morgen geplant. Mal gucken, was da vielleicht noch so zu sehen ist. Und ansonsten videomäßig natürlich zusammen mit Songübersetzung und wenn du eigene Songs hast. Natürlich noch vieles auf der To-Do-Liste. Und es wird auch noch vieles in Zukunft geben, wo die Zuschauer und die Fans wieder mit dabei sein können. Nicht nur Komparsen, sondern auch ganz neue Sachen. Und ich bin sehr gespannt, wie das in den nächsten Tagen, Wochen wohl eher umsetzen kann mit euch. Aber bis es dann soweit ist, werdet ihr natürlich auch Videos bekommen, Instagram-Fotos bekommen. Philip Joyce heißt. Ich sag's nochmal, wer von euch Philip Joyce heißt? Das sind drei, oder? Schon drei. Lauter. Lauter.
man noch alles da machen. Der schwebende YouTube-Play-Button, die kriegt man nicht hoch, aber die sind noch Schaum, das ist cool. Ich muss schon sagen, ich habe nicht nur die hübschesten und beziehungsweise. Ich mach ein Foto.
für euch mein Nummer 1 Tipp performen. Platz 14, aber egal. Und wir wollen mal gucken, ob meine Stimme das hinkriegt. Gut, DJ, Don Tufi vor. Guck mal, wo ich stehen muss hier. So. Okay, ja. Hey, das schon. Yeah.
Und Licht. Und Bauchtänzerin. Ja, keine Bauchtänzerin. Okay, aber ich hab verstanden. Wir brauchen einfach richtig viel. Ja. Ja. Also ziehen wir uns die krassesten Outfits an, richtig übertrieben. Ja. Und uns das fetteste auf und fangen richtig dick auf. Das finde ich saugeil. Also ich könnte 50 Euro beisteuern. Ich auch. Okay, dann leihen wir uns das fetteste auf. Wir fahren richtig dick auf. Und wenn wir dann fast da sind, kurz auf die Bühne zu gehen, dann die krasseste Kinostimme sagen, sie kommen live on stage. Sie kommen. Hier sind Y-Titty. Und gemeinsam mit dem